Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Video-Coaching. Und heute habe ich etwas Besonderes für euch, denn zum ersten Mal werde ich beide Seiten, also weiß und schwarz, coachen, denn ich habe eine ganz besondere Partie. Es ist eine Fernschachpartie, die über ein Forum ausgetragen wurde, nämlich über schacharena.de. Und die Idee war es, dass es ein starker Spieler, der in diesem Fall ist das Christoph Schröder, ein Elo von ungefähr 2200, ich weiß nicht genau seine Zahl, gegen mehrere Forum-User spielt. Und die Züge wurden diskutiert in einem Forum-Thread und so wurde quasi eine Fernschachpartie ausgetragen und diese Partie werde ich jetzt ausführlich analysieren. Und es ist eine sehr hochwertige, qualitativ hochwertige Partie dabei herausgekommen. Also fangen wir an. Christoph Schröder mit Weiß gegen das Alle-Team. So wurde das Forum-User-Team jedenfalls immer bezeichnet. Und wir können starten. E4. Und wir sehen einen Sizilianer und wir sehen den beschleunigten Drachen mit G6. Warum heißt der beschleunigte Drache? Weil Schwarz gerne häufig in einem Zug D5 spielen möchte und deshalb noch seinen Bauern auf D7 belässt, aber das lässt Weiß nicht zu, indem er hier den ambitioniertesten Aufbau wählt, den Marocci-Aufbau C4 und die Kontrolle über das Zentrum übernimmt. Läufer G7, Läufer E3, Springer F6, Springer C3 und nun Springer G4. Das ist hier nicht der Hauptzug ist kurz hoch Hade. Aber es ist in allen diesen Störungstypen ist es immer sehr ähnlich. Weiß hat langfristig die besseren Aussichten, weil er mehr Raum hat und es einfacher für ihn zu spielen ist. Mehr Raum bedeutet auch mehr Platz für Figuren und für Schwarz ist es häufig schwierig, zu Gegenspiel zu kommen und auszubrechen, diese Marocci-Zange zu durchbrechen. Gut, Springer G4 ist ein möglicher Versuch, ganz klar, aber es bleibt dabei, es ändert nichts an dieser Einschätzung, dass Weiß besser steht. Dame schlägt G4, Springer schlägt D4, Dame D1. Nun, Springer C6 wurde vom Alle-Team bevorzugt. Es gibt hier zwei andere Züge, die auch möglich sind. E5, ein Zug, der den Springer stützt und auf der anderen Seite das Feld D5 hergibt und auch den Läufer einschränkt, natürlich auf sehr langen Diagonale. Das ist ein Zug, den Schwarz spielen kann und nebenbei noch Springer E6, glaube ich, hier der Hauptzug ist. Und dann gibt es Ideen mit B6 zu spielen. Läufer B7 ist sehr atypisch für diese Drachenstellung, dass der Springer auf E6 steht, anstatt auf F6 oder auf C6. Aber ist auch möglich. Und ich glaube, dass diese beiden Alternativen hier besser geeignet sind für Schwarz, das Spiel nach seinen Vorzügen zu gestalten. Denn so wie sich die Partie entwickeln wird nach Springer C6, ist es wirklich schwierig für Schwarz, vernünftig zu Gegenspiel zu kommen. Weiß hat recht mühelos erreicht er eine bessere, angenehme Stellung. Also schauen wir uns an, was passiert. Turm C1, damit Schwarz nicht die Bauernstruktur zerstören kann, indem er auf C3 schlägt. D6. Ihr seht, soweit habe ich hier absolut von beiden Seiten nicht viel auszusetzen. Der erste Punkt war diese Eröffnungswahl, beschleunigter Drache, okay. Und dann Springer G4. Man gibt sich eben mit einer leicht schlechteren Störung zufrieden. Kurz hoch Hade, Dame D2. Christoph wählt weiterhin die natürlichen Züge hier, bringt seinen Turm in die Mitte, Turm FD1, Turm AC8. Eine andere Idee war es hier, die auch diskutiert wurde in dem Forum, den anderen Turm nach C8 zu stellen, um die Idee zu haben, A6 und B5. Aber das Problem ist, der Springer steht hier falsch auf C6. Mit dem Springer auf F6 wäre das besser möglich, aber hier mit dem Springer auf C6 kommt das nicht wirklich in Frage. Und das hatten auch die Forum-User, denke ich, größtenteils erkannt und wählen hier den anderen Plan, das weiße Zentrum anzuheben, und zwar mit F5 zu spielen, was wir auch gleich sehen werden. Aber wie auch schon häufiger erwähnt, ändert es nichts daran, dass die weiße Störung
leichter zu spielen ist zum einen und auch einfach besser ist tatsächlich. So, B3, wiederum ein solider, natürlicher Zug in diesem Stellungstyp, unterstützt den Bauern auf C4, ist alles harmonisch gedeckt. So, jetzt F5. Ja, und ich hatte mich ein bisschen mit der Stellung befasst. Nach F5 steht Weiß besser, aber das Problem ist, Schwarz hat auch keine richtigen Alternativen, also keine anderen Pläne. Und was kann ich dazu sagen? Ich denke, dass die Ursache der Probleme, beziehungsweise die Ursache dessen, dass hier Schwarz ein wenig unter Druck ist bereits, in der Öffnung zu suchen ist tatsächlich. Also, wie gesagt, vorher zum einen der beschleunigte Drache, damit erlaubt man es Weiß, diesen Marocchi-Aufbau einzunehmen und begnügt sich mit Raumnachteil und der leicht schlechteren Störung. Klar, es ist nach wie vor komplex und ist alles in der Partie, es sind sehr strategisch komplizierte Störungen. Man begnügt sich mit der leicht schlechteren Störung und dann Springer G4 und dann Springer C6. Das hat letztendlich zu dieser Störung geführt, wo ich das Gefühl habe, dass Schwarz bereits unter Druck ist. Okay, F5, E schlägt F5, Dame schlägt F5, ich denke auch, das ist okay, Läufer schlägt F5, wäre auch möglich gewesen, aber wie ich hier auch den Kommentaren entnehmen kann, ich habe die Kommentare vorliegen von Christoph Schröer sowie dem Alle-Team. Gut, das Alle-Team hatte hier Dame D5 befürchtet, Damenabtausch, denke ich, wäre gut für Schwarz, es würde ein bisschen den Druck mindern, aber einfach Läufer F3 und es bleibt dabei. Weiß hat die beste Störung, auch weil er eine Bauerninsel weniger hat. Weiß hat diese Bauerninsel hier am Darmflur und eine Bauerninsel am Königsflur und Schwarz hat eben drei Bauerninseln. Das heißt, seine Bauern sind anfälliger, sind schwächer. Und die Weißstellung ist sowieso sehr fest. Es ist schwierig, dagegen anzukommen. Also sehr angenehme Störung für Weiß. Dame schlägt er 5. So, jetzt kommen wir zum ersten Zug, den ich ein wenig kritisieren werde von Weiß, nämlich Springer D5. Das sieht nach einem sehr natürlichen Zug aus und das schreibt der Christoph hier auch in seinem Kommentar, dass das ein Zug ist, den er sowieso spielen wird und deshalb spielt er ihn gleich. Aber tatsächlich gibt es manchmal die Option, den Springer über E4 auch nach G5 zu bringen, wo er auch sehr lästig steht für Schwarz. Und die Alternative war hier F4. Denn das ist auch ein Zug, den Weiß hier sehr gerne spielt, um noch mehr Kontrolle über das Zentrum zu übernehmen, das Feld E5 wegzunehmen und dann jetzt als nächstes den Läufer nach F3 zu stellen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel schauen, Dame F7, wenn das hier wie in der Partie folgt, Dame F7, dann Läufer F3, König H8 und jetzt Springer E4, dann sehen wir hier schon, Springer zieht nach G5 und ja, wenn Schwarz H6 spielt, dann schwächt er sich natürlich hier noch zusätzlich am Königshöhe, der sowieso schon ein bisschen offen ist. Der andere Punkt ist natürlich, dass auch der Läufer eventuell mal nach D5 gehen kann. Also wenn jetzt wie in der Partie Schwarz Läufer F5 spielt, dann hätte man hier die zusätzliche Möglichkeit, eventuell Läufer D5 zu spielen. So. Gut, ich denke, es ist nur eine Kleinigkeit, aber der Springer, der muss noch nicht direkt nach D5 hüpfen. Also es läuft nicht weg. Und es war vielleicht hier eher eine Frage von der Zugreihenfolge, ob man mit F4 anfängt oder mit Springer D5. Ich glaube, F4 wäre am flexibelsten gewesen. Gut, Springer D5, Dame F7, F4. Wie ich bereits erwähnt, sehr gut hier für Weiß. Gewinnt weiter Raum und nimmt Felder weg. Läufer F5, Läufer F3. Auch das absolut in Ordnung, ganz klar. Jetzt Turm CD8. So, aber jetzt kommen wir wieder zu einem kritischen Punkt hier. Weiß hat sich jetzt erstmal optimal aufgebaut. Alle Figuren sind im Prinzip auf optimalen Feldern. Man könnte vielleicht sagen, okay, der König würde vielleicht noch einen Tick angenehmer stehen auf H1 vielleicht, um aus irgendwelchen Schachs rauszugehen. Jetzt die Frage, was ist der Plan? Wie macht man hier weiter? Und
Christoph entscheidet sich, mit B4 am Damenflügel zu expandieren. Und ich denke, das weiß hier die Drohung E5, die Schwarz vorbereitet hat mit dem Zugturm CD8, vielleicht entweder unterschätzt hat oder, ich vermute unterschätzt hat, oder vielleicht nicht richtig wahrgenommen hat. Denn es ist für Schwarz auch schwierig, zu Gegenspiel zu kommen. Alles ist gedeckt im Zentrum, Weiß steht dominant. Und wie setzt Schwarz vor? Und mit Turm CD8 hatte Schwarz den Bauern auf D6 gedeckt und möchte E5 spielen. Hätte er im Zug vorher E5 gespielt, hätte Weiß Springer C3 spielen können und greift diesen Bauern auf D6 an. Der Springer kann nach B5 kommen. Und diese ganzen Ideen sind in der Stellung. Mit dem Turm auf D8 ist das jetzt schon eine andere Geschichte, weil eben der Bauer dann erstmal auch schon gedeckt ist. Und jetzt die Frage, wie geht man mit dieser Drohung um, E5? Und ich denke, Christoph hatte entweder beschlossen, es ist keine Drohung, die ernst genommen werden muss, oder er hatte diese Drohung nicht gesehen. So. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Tatsächlich. G4 hatte Christoph in seinen Kommentaren erwähnt. Meine bringt nicht viel ein, schwächt die eigene Königsstellung. G4 ist ein möglicher Zug, aber ist natürlich ein wenig verpflichtend. Das ist klar. Läufer C8, Turm F1. Aber man sieht hier auch, weil Weiß eben so dominant steht, ist es nicht ein so großes Problem, dass die Königsstellung ein wenig geschwächt ist. Es geht eher darum, noch mehr Schwarz einzuengen. Aber gut, ich denke, es ist auch eine persönliche Entscheidung hier, ob man G4 spielt, ob man diesen verpflichtenden Zug spielt. Aber wenn man sich das jetzt hier anschaut, ist es auch gut möglich für Weiß. Zwei Züge, die ich hier angeschaut habe, E5 wieder und E6. Gut, E5 passt jetzt schon nicht so gut mit dem Turm auf F1. Weiß schlägt einfach, spielt Läufer E4, der Läufer steht wunderbar auf E4, blockiert den Bauern, der Läufer auf G7 wird vom eigenen Bauern eingeschränkt und das ist angenehm für Weiß. Dame E6, H3 und Weiß hat einen sehr schönen positionellen Vorteil. Schwarz kann zwar einen Springer nach D4 stellen, aber das macht Weiß nicht besonders viel. Der wird da einfach stehen gelassen und ignoriert. Alternativ E6, um den Springer zu vertreiben. Gefolgt von D5, was auch eine andere Idee ist hier noch. Aber Weiß kann hier gut schlagen auf D5, Läufer C5 spielen und Springer B5. Und der Springer droht auf D6 einzudringen. Aber ich kann verstehen, dass G4 ein wenig verpflichtend ist und vielleicht auch ein bisschen riskant aussieht. Ich denke, der Zug, der am besten war, gut, es gibt noch zwei Alternativen, die ich mir angeschaut habe. H3 und Turm F1. Ich denke, Turm F1 ist sehr sinnvoll. Ein sehr schöner prophylaktischer Zug. Man könnte natürlich argumentieren, der Turm steht ja eigentlich auf D1 schon sehr gut. Auf der anderen Seite, mit Turm F1 gibt es jetzt diese Gegenüberstellung, Dame und Turm, und Schwarz wird dann E5 gehindert. Und auch hier wieder zwei Fragen, was passiert nach E6 und was passiert nach E5? Gut, es ist ähnlich, nach E5 schlägt Weiß und spielt Läufer C5. Und jetzt wieder sehr wichtig, dass Schwarz nicht zu E4 kommt, nicht seinen Läufer befreien kann auf G7, sondern man spielt hier Läufer E4, blockiert den Bauern und hat wieder schönen positionellen Druck. Der andere Punkt ist hier E6. Und jetzt, das muss man natürlich berechnen, hier G4. E schlägt D5, G schlägt F5, also das Rotlauf schlägt D5, weshalb Schwarz Dame schlägt F5 spielen muss. Und jetzt kann Weiß hier ein sehr günstiges Endspiel abwickeln, indem er das Läuferpaar besitzt und sehr gute Aussichten hat. Turm schlägt F5, Turm CD1. Und diese Läufer sind sehr unangenehm für Schwarz. So, der Einzug hatte ich hier auch noch angeschaut, der auch noch möglich war, H3, um eben G4 auch ein Stück weit vorzubereiten, weil der Bauer dann häufig auch nochmal gedeckt werden muss. Zum Beispiel hier E5, wieder um G4.
Häufig kommt man in vielen Fällen nicht ohne diesen Zug aus, damit man eben das Feld E4 frei macht für den Läufer und den Bauern auf E5 blockieren kann. E schlägt F4 und Springer schlägt F4. Und auch das ist wieder angenehmer für Weiß. Wobei mir hier nicht gefällt, dass jetzt doch der Läufer hier befreit ist. Aber auf der anderen Seite ist ja auch wieder den auf E6 zu schlagen. Der Turm kommt nach F1 und auch hier steht Weiß besser. Also ich würde sagen, dass B4 hier die schwarze Drohung E5 ignoriert hat, also dass hier fehlende Prophylaxe das Problem war. Oder aber auch, dass Christoph vielleicht die Störung nach E5, die wir jetzt gleich sehen werden, die in der Partie aufs Brett kommt, vielleicht als besser eingeschätzt hat, als sie tatsächlich ist. Okay. E5, B5, das war die Idee, den Springer zu vertreiben, aber der findet jetzt gerade rechtzeitig hier das Feld auf D4. So, und über diese Störung habe ich gesprochen. Sieht auch weiterhin gut aus für Weiß und es ist auch weiterhin besser für Weiß, aber weniger Vorteil, als er zuvor hatte. Der Springer steht weiterhin schön auf D5. Auf der anderen Seite hat Schwarz das Läuferpaar bekommen und dieser Bauer auf D4, da weiß man nicht, was man von ihm halten soll. Ist der gut? Oder ist er schwach? Manchmal kann er vorziehen, wie wir es auch in der Partie sehen werden. Manchmal kann er auch verloren gehen. Und das wäre jetzt meine andere Erklärung, dass Christoph diese Störung als vorteilhafter eingeschätzt hatte, als sie tatsächlich ist. Gut, A4. Und Christoph schreibt, der Vormarsch des A-Bauern soll Schwächung am schwarzen Damenflügel provozieren. Und eventuell könnte es im Endspiel Durchbruchtricks geben. Ich denke, es ist sinnvoll, weiter am Damenflügel zu expandieren, aber ich würde erstmal eigentlich hier gerne die E-Linie besetzen. Das ist die einzige offene Linie in der Stellung. Und ich glaube, das hat erstmal Priorität, dieser Plan. Den Bauern vorzuschieben, läuft nicht weg. Das kann man auch später machen. A4 an sich ist jetzt, denke ich, kein Fehler. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass Weiß sich ein wenig versteift hat auf diesen Plan, die Bauern vorzuschieben, während Schwarz seine Stellung langsam verbessert und dann selber zu Gegenspiel kommt. Und das möchte man ja gerne vermeiden. Also erstmal Turm E1, denke ich, wäre hier sinnvoll gewesen. Turm DE8 und dann H3 wiederum ein sinnvoller Zug. Einfach um diesen Zug G4 immer mal in der Stellung zu haben. König H8 und jetzt, nachdem man das erstmal erklärt hat, jetzt kann man hier, denke ich, weiter vorziehen mit A4 und Weiß hat die besseren Aussichten, wobei es relativ schwierig ist, denke ich, letztendlich durchzubrechen. Man muss, denke ich, an einem gewissen Zeitpunkt ein Risiko eingehen und mit G4 spielen. Aber erstmal kann man versuchen, nur langsam die Stellung zu verbessern. Okay. Wie gesagt, A4 ist erstmal nicht viel auszusetzen. Aber jetzt hier wiederum würde ich gerne den Turm auf die offene E-Linie stellen, damit Schwarz die eben nicht kontrolliert, damit wir diese Gegenüberstellung haben. So, falls jetzt Schwarz spielt wie in der Partie, Dame D7, dann jetzt A3, H3, König H8. Das ist für Schwarz auch nicht so leicht, jetzt hier einen Plan zu finden. Und der Punkt ist natürlich, dass anders als in der Partie, wo Schwarz dann mit D3 zu Gegenspiel kommt, geht das jetzt hier nicht gut. Einfach G4. Und der Bauer geht verloren auf D3. So. Deshalb hat man auch nach Dame D7 jetzt hier H3 gespielt, damit das nochmal unterstützt wird. Und H5 ist ein Zug, den Schwarz auch ungern spielt, weil es auch stark seine Königsstellung schwächen würde. König H8. Und jetzt kann man hier weitermachen mit diesem Plan. A5, Läufer E6, König H2. Wie gesagt, langsam die Störung verbessern und dann schauen, ob es Möglichkeiten gibt. Gut, A5. Dame D7. Und jetzt B6. Was ich auch nochmal kritisieren möchte. Denn Schwarz hat jetzt sich
mit den letzten Zügen immer weiter verbessert und steht bereit, D3 zu spielen und zu Gegenspiel zu kommen. Und jetzt war wirklich nochmal der Zeitpunkt, um den Turm auf die E-Linie zu stellen. Ja, also Turm E1 nochmal. Was passiert jetzt, wenn jetzt Schwarz trotzdem D3 spielt? Weil jetzt kommt man ja gerade nicht zu G4, man hat ja nicht H3 gespielt. Von daher, das wäre hier der kritische Versuch. König H1, ein prophylaktischer Zug, um Läufer D4 aus dem Weg zu gehen. Falls jetzt Läufer D4 kommt, kann man ganz gut Springer E3 spielen. Wiederum geht es darum, diesen Bauern auf D3 eventuell gewinnen zu können, indem man die Läufer abtauscht. Und auch der Punkt auf B7 ist ein Angriffsziel. Und wenn Schwarz auf E3 tauscht, gut, dann tauscht man alles ab. Und hier ist das Problem für Schwarz, sein schwacher König nach Dame D4. Dame steht sehr gut auf D4. Und es bleibt natürlich weiterhin kompliziert hier, keine Frage. Aber Weiß steht hier besser. Gut. Und falls statt Läufer D4, König H8, dann auch erstmal G3. Einfach die Bauern unterstützen. Okay, und Schwarz hat hier jetzt ein bisschen bessere Möglichkeiten, weil Weiß eben nicht diese Möglichkeit hat, mit H3, G4 zu spielen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die weiße Steuerung immer noch zu bevorzugen ist. Turm E8, hier kann man jetzt G4 spielen. Man nutzt taktisch aus, dass hier Schwarz nicht auf G4 schlagen kann, wegen Dame E8 Schach am Ende. Gut, Läufer E6, Dame E3. Es ist relativ unklar, aber Weiß hat noch ein bisschen Vorteil. Also wiederum, Gegenhalten auf der E-Linie, denke ich, war hier angesagt. Okay, B6. Also ich glaube, dass Christoph das Weiß hier das schwarze Gegenspiel unterschätzt hat. Oder das ist auch eine Frage der Variantenberechnung hier war. Ich glaube, Christoph schreibt hier auch, dass er D3 gesehen hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich vermute, er hat es gesehen. Aber vielleicht als nicht so gefährlich eingestuft, wie es tatsächlich ist. Okay. A schlägt B6, D3. Und Springer C7. Ja, ich denke, Springer C7 ist der beste Zug. Gut, Läufer D4 Schach. Ihr merkt schon, ich habe nicht viel zu meckern vom schwarzen Spiel bisher tatsächlich. Abgesehen von der Eröffnungsphase kann ich bisher nicht viel anmerken. Sehr gutes Spiel von dem Alle-Team. König H1. Läufer E3, Läufer D5 Schach, auch das ist ja mehr oder weniger forciert. Dame C3 war noch ein anderer Zug, worauf aber Schwarz mit Turm E4 ganz gut reagieren kann. Und Schwarz hat sehr gute Kompensationen. Okay, Läufer D5 Schach, König H8, Dame C3 Schach, Dame G7. So. Springer steht E8, jetzt werden hier mehrere Figuren abgetauscht. Wir kommen in dieses Endspiel, in dem Schwarz dank seinem Läuferpaar und dem gedeckten, nicht gedeckten, aber dem starken Freibauern auf der D-Linie mehr als ausreichende Kompensation hat. So, und hier kommen wir an einen kritischen Punkt. Der Bau ist sehr gefährlich und Schwarz droht hier beliebig die Qualität zurückzugewinnen und hier auch auf F4 zuzugreifen, auf B6 eventuell, und Weiß unter Druck. Und es gibt auch
Probleme eventuell mit der Grundreihe. Läufer F3 schreibt Christoph, soweit er sieht, der einzige Zug, der die weiße Stellung hält. Aber Weiß hat tatsächlich zwei Alternativen hier. Und das hier mussten sehr viele Varianten berechnet werden. Und ich werde jetzt hier auf ein paar auch teilweise sehr ästhetische Varianten eingehen. Läufer schlägt B7. War möglich. Hier schreibt Christoph, dass Läufer D4 dass Läufer D4 gewinnt für Schwarz. Aber tatsächlich bleibt Weiß in der Partie. Nämlich Läufer C6. Angriff auf den Turm. Turm E3. Ja, falls Turm E7, und es würde in Turm A7 reinlaufen. Mit Turmabtausch, das wäre klar besser für Weiß natürlich. Turm E6 hatte ich auch noch angeschaut. Dann Turm schlägt D2, Läufer schlägt A1 und überraschenderweise hier ist der Bauer sehr schwierig zu stoppen. So. Turm E1 Schach, König H2, Turm B1, jetzt B7 und droht Läufer B5 und nach Turm B6 kommt Turm D5 und ist vorbei. Gegen Turm B5 kann Schwarz nichts ausrichten und Weiß gewinnt. Deshalb muss Schwarz hier Turm E3 spielen, was an sich auch schon, denke ich, relativ schwierig ist. Ja, ich hatte auch gerade einen Turm E2 überlegt, aber dann könnte Weiß zum Beispiel Läufer F3 spielen. Gut, Turm E3 ist am besten, jetzt auch Turm schlägt D2, Läufer schlägt A1. Und nun ist die Frage H4 oder H3. Sieht erstmal so aus, als würde sich das nicht viel nehmen. Aber es gibt doch einen Unterschied. Schauen wir uns erstmal H4 an. Und Schwarz muss ja auch genau spielen, um in der Partie zu bleiben. Es ist sehr ästhetisch hier. Läufer C3, Turm A2, Läufer E4 und jetzt B7. Und Weiß bekommt tatsächlich die Dame. Aber Schwarz kann hier mit seinen Läufern genug Schaden anrichten. König F2, Läufer D4, Schach wäre jetzt Dauerschach. Und Turm D2, hier würde jetzt Schwarz den Turm gewinnen. Und es geht immer weiter, das ist eine unglaubliche Variante, ganz klar. Und wir kommen zu dieser Stellung, in der Schwarz genug Material abgegrast hat, dass er keine Probleme hat, diese Stellung zum Remis zu halten. Sehr faszinierende Variante. Und natürlich gab es hier einiges zu berechnen. Man kann, wie ihr euch denken könnt, nicht alles berechnen. Man muss dann auch zum gewissen Zeitpunkt auf seine Intuition hören. Aber das war hier eine mögliche Variante. Alternativ hier hatte ich noch kurz angesprochen, falls H3, dann Läufer C3. Gut, jetzt nach Turm A2, Läufer E4 wäre es dieselbe Geschichte, nur dass der Bauer auf H3 hängen würde. Von daher Turm schlägt D6, Läufer A5, C5 ist jetzt hier auch wieder noch eine andere Geschichte mit den beiden verbundenen Freibauern, wo es auch ungefähr im Gleichgewicht sein sollte. Also das war eine Möglichkeit, in der Partie zu bleiben. Die andere Möglichkeit war tatsächlich, das war die beste Möglichkeit, weil das zum Ausgleich führt. Die andere Möglichkeit, in der Weiß auch ein schlechtes Endspiel verteidigen muss, war Turm A2. Und jetzt läuft, schlägt er 4 mit der Drohung Turm E1. Achso, ich hatte hier übrigens eine Sache nicht erwähnt. Ich hatte alle möglichen Sachen erwähnt, hier Läufer C2, Läufer G4. Die Hauptdrohung von Schwarz tatsächlich, Läufer D4 zu spielen. Mit Angriff auf diesen Turm, der kein gutes Feld hat und kann nicht auf der ersten Reihe bleiben. So, das ist das Hauptproblem für Weiß. So. Also Turm A2, Läufer schlägt R4, jetzt Turm schlägt D2 und hier an dieser Stelle würden viele von uns wahrscheinlich abbrechen und sagen, okay, Schwarz gewinnt. Aber Weiß hat den Zug G4. Und jetzt auf einmal hängen beide Läufer und nach Läufer schlägt G4, Turm schlägt D2,
Turm E1 Schach, König G2, Turm B1, Läuferschlag B7, Turmschlag B6, erreichen wir dieses Endspiel, in dem Weiß nämlich auch gute Aussichten hat, das zu halten. Schwarz hat natürlich auch gute Aussichten, das zu gewinnen, aber ich glaube objektiv, wenn hier Weiß besten Züge spielt, sollte es Remis sein. So, das waren die zwei Alternativen zur Partie, die, denke ich, beide... Ja. Also gut, die erste Alternative ist definitiv besser, ganz klar. Und die zweite Alternative, diese Störung, ist wahrscheinlich auch objektiv besser als das, was wir in der Partie sehen werden. Und ich denke, dass Christoph hier mit Weiß vielleicht nicht genug Zeit investiert in diese Alternativen. Vielleicht zu früh abgebrochen hat mit der Variantenberechnung. Das könnte ich mir hier vorstellen. Zum Beispiel in der Variante nach Turm A2, Läuferschlag E4, Turmschlag D2, Läuferschlag D2, dass man dann diesen Zug G4 noch sieht, dass man noch weiterrechnet, dieses Motiv auch mit Tempo das Grundreimmann aufzulösen. Und auch in der Variante Läuferschlag B7, Läufer D4, dass man dann auch noch weiter schaut. Läufer C6, okay, mit Angriff direkt Tempo auf den Turm. Der Turm muss auf der E-Linie bleiben, damit diese Drohung Turm E1 in der Störung bleibt. Beziehungsweise es gab noch eine Variante hier, auf die ich nicht eingegangen war. Der Turm muss nicht auf der E-Linie bleiben. Es gibt ja auch noch den Zug Turm B8. Aber jetzt kann der Läufer wegziehen und jetzt kann Weiß Turm A2 spielen und dann kommen wir hier wieder zu einer ausgeglichenen Stellung. Natürlich diesmal selbe Stellung, nur das selbe Stellung wie nach Turm A2, nur dass Weiß noch den keinen Bauern weniger hat, natürlich völlig okay ist. So, aber dass man sieht, okay, hier der Turm muss im Prinzip auf der E-Linie bleiben, damit diese Drohung Turm E1 in der Störung bleibt und dann hat man selber eben auch den Trumpf mit dem B-Bauern, dass man, klar, es ist ein wenig verblüffend, dass man hier noch einen Zug aufwenden kann, H4 spielen. Auf der anderen Seite lässt der Bauer auf B6 eben schlecht stoppen, weil Weiß eben auch diese Idee hat, manchmal es abzusperren mit Läufer B5 oder eben Turm D5, Turm B5, was wir gesehen hatten. Und dass Schwarz schlecht dahinter kommt, weil auch hier der Läufer nicht schnell genug das überdecken kann. Okay, kehren wir zur Partie zurück. Läufer F3 folgte. Und jetzt Läufer D4, wieder um dieselbe Idee. Und jetzt G4. Läufer schlägt A1. G schlägt F5. Turm E1 Schach. König G2. Läufer C3. So, willkommen zu dieser Stellung. Hier gute Entscheidung von Weiß, König F2 nicht auf G6 zu schlagen. Denn dann würde der schwarze König noch schneller rankommen. König F2. Und auch gute Entscheidung von den Forum-Spielern, hier auch nicht auf F5 zu schlagen, sondern Läufer A5 zu spielen. Und diesen Bauern abzuholen. Und das Endspiel ist nach wie vor komplex. Schwarz hat im Moment keinen Mehrbauern, aber ist klar, es werden weitere Bauern fallen. Der Bauer auf B6 wird fallen. Und Schwarz hat natürlich mit dem sehr starken Freibauern auf D2 hier einen großen Trumpf. Und seine Störung ist gerade dominant, der Turm kann sich nicht rühren und Weiß ist ein wenig unter Druck. Nicht nur ein wenig, sondern sehr eingeengt. Gut, jetzt F schlägt G6, König schlägt G6 und Läufer E2. Sehr wichtig, dass hier Weiß dieses Manöver hat, damit der König hier sich frei bewegen kann zwischen E3 und F3. Gut, Läufer schlägt B6, Schach, König F3, Läufer A5, deckt den Bauern wieder auf D2, König E3, König F5, H4, H6, H5, Bauer wird gedeckt auf H5. So. Läufer C3, König F3, König E6, König E3, der König pendelt hier zwischen diesen beiden Feldern hin und her. Und wenn Schwarz etwas unternehmen möchte, dann muss er mit D5 spielen, was er jetzt hier an dieser Stelle tut. Aber ich glaube, es war ein wenig zu früh. So, jetzt kommt hier quasi erstmal ein wenig Kritik zum schwarzen Spiel bisher
sehr stark gespielt von den Forum-Usern. Ich glaube, D5 hätte hier noch weiter vorbereitet werden können. Also es läuft hier nicht weg, weil sich Weiß eh nicht rühren kann. Er kann nur mit dem König hin und her ziehen. Man könnte die Stellung des Bauern hier zum Beispiel noch verbessern. Und auch die Stellung des Läufers. Also eine mögliche Variante wäre hier Läufer B4. Gut. König F3 oder König D3 nimmt sich nicht viel. König F5. König E3, B6. König F3, König E6. König E3. Nun D5. Und jetzt ist ein wenig eine andere Situation. Beispiel König D3 und jetzt König E6. Läufer G4 Schach. So, jetzt haben wir ähnliche Stellung, wie sie in der Partie haben werden. Aber jetzt ist Weiß ein wenig im Zugzwang. Denn er kann das Feld E4 nicht gedeckt halten mit dem König. Zum Beispiel König D4 wäre nicht gut, weil der Läufer dank dem Bauern auf B6 und dass der Läufer auf B4 steht, jetzt nach C5 mit Schach ziehen kann und nach E3 ziehen kann. Und jetzt auf E3 steht der Läufer deutlich besser und greift diesen Bauern an und der geht verloren. F5 hilft nicht, weil einfach König G5 kommt und der Läufer muss den Turm gedeckt halten und kann den Bauern nicht mehr decken. Der Bauer geht verloren. Und wenn Schwarz König C2 spielt oder König C4, dann kommt Turm E4 und Schwarz gewinnt den Bauern auf F4. Nichtsdestotrotz, selbst von hier ist es noch ein sehr langer Weg bis zum Sieg, wenn es überhaupt gewonnen ist bei bestem Spiel. Da möchte ich mich noch nicht mehr festlegen. Es sind zwei mehr Bauern, aber mit den ungleichfarbigen Läufen ist es sehr trickreich. Aber ich glaube, aus praktischer Sicht hat hier Schwarz gute Chancen. Und natürlich sind es deutlich bessere Chancen als das, was wir in der Partie sehen werden. Okay. Und ich glaube, wir haben hier das Motto Do not rush. Nichts übereilen. Das ist ein typisches Endspielprinzip, dass man in einer überlegenen, dominanten Stellung, wie dieser hier, bevor man konkrete Schritte unternimmt, also den Charakter der Stellung verändert, wie es hier der Fall ist nach D5, dass man sicherstellt, dass man sich so gut wie möglich darauf vorbereitet hat und seine Figuren und Bauern auf gute Felder gestellt hat. Und hier zum Beispiel Bauer auf B7, ja, warum nicht ihn nach B6 ziehen? Dort kann er zum Beispiel nicht vom weißfertigen Läufer angegriffen werden, auch wenn das jetzt sowieso gerade kein großes Problem ist. Aber ja, dass man, soweit es geht, seine Stellung verbessert, bevor man Aktionen unternimmt. Okay, schauen wir weiter. König schlägt, König D3, Läufer B4. Ups. Ja, ich hatte mir hier auch Läufer A5 angeschaut. Dann kann es hier ähnlich kommen. So, König C2. Und ich glaube, wir erreichen hier wieder dieselbe Stellung. Genau. Jetzt B6, König D3, Läufer B4 haben wir dieselbe Stellung erreicht, die wir eben schon gesehen haben. Also das wäre nochmal die Möglichkeit gewesen, das zwar zu erzwingen, aber es ist natürlich recht tiefgründig, keine Frage, dass man genau diese Stellung erreicht, weil jetzt Weiß zum Beispiel nicht König D4 spielen kann und damit das Feld E4 aufgeben muss und Schwarz den Bauern auf F4 gewinnt, weil Weiß im Zugzwang ist. Wollte mal kurz schauen, ob Weiß Alternativen hat. Wiederum ist so, dass König D4 in Läufer B6 reinlaufen würde. Das ist hier wichtig. So, also kann Weiß nichts weiter machen. Er kommt in Zugzwang, verliert den Bauern auf F4. Also Läufer B4 auch eine Ungenauigkeit, möchte ich sagen. Aber ich kann natürlich jetzt keine großen Vorwürfe machen, ist ja klar. Denn es ist relativ tief. Und das am Brett zu erkennen, dass der Läufer auf A5 dann besser steht als auf B4, weil es dann dieses Motiv gibt mit Läufer B6 Schach, schwierig zu erkennen, keine Frage. Läufer B4, Läufer F3 Schach.
So, jetzt kommen wir wieder zu dieser Störung, König C2. Ja, Turm E4. Und ich glaube, der Punkt ist hier jetzt auch schon, dass man jetzt nicht mehr in diese Stellung reinkommt, wie wir zuvor gesehen haben. Dass Schwarz nicht vernünftig ein Tempo verlieren kann. Er könnte jetzt vielleicht was probieren mit dem Dreiecksmanöver, aber Weiß hat auch schon hier die Möglichkeit, jetzt Turm B1 zu spielen, ist jetzt nicht mehr dasselbe. Und jetzt sehen wir hier den Unterschied. Nach Turm E4 steht der Bauer eben nicht auf B6, sondern steht auf B7 und Bauer geht verloren auf B7 und je weniger Material, desto schwieriger wird die Aufgabe natürlich. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist es schwierig, hier große Gewinnversuche noch zu unternehmen. Natürlich kann man weiter probieren, aber ich glaube, objektiv ist Weiß aus dem Gröbsten raus. Gut, Turm E4. Der Punkt ist, dass Schwarz hier einen weiteren Bauern gewinnt, nämlich den Bauern auf H5. Aber das große Problem ist, dass der Bauer das falsche Feld hat. Es ist ein weißes Feld, das heißt, Weiß kann immer den Turmabtausch anbieten und braucht dann nur seinen König in diese Ecke zu bringen und kann den Läufer gegen den D-Bauern opfern und ist Remis. Und das ist tatsächlich das große Problem. Und Weiß verteilt sich hier tadellos, Aktivierung des Turmes und natürlich in der praktischen Partie kann man immer noch was probieren, aber ich glaube, objektiv gesehen ist das hier Remis. Ich hatte ja auch geschaut, Turm H3 schafft vielleicht als bester Versuch, hier den Läufer nach C3 zu stellen. Das sah mir ganz, ganz gut aus. Aber ja, Läufer C6, H5, Läufer A4, Weiß kontrolliert mit dem Läufer das Einbruchsfeld und kann dann mit dem Turm für Ärger suchen hier. Für Ärger suchen. Unruhe stiften oder das schwarze Spiel behindern und hat jetzt immer diese Idee, hier mit Turm F3 die Türme abzutauschen, wogegen Schwarz nicht wirklich was unternehmen kann. H4, Turm F3 und ja, Turm H2, Turm F1, Turm F2 und dagegen ist eigentlich kein Kraut gewachsen. Und wenn der Turm von der H-Linie wegzieht, dann wenn der Turm wegzieht von der H-Linie, dann kann Weiß natürlich immer mit Turm H1 spielen und Läufer D1 und Weiß ist zu aktiv und ist eben das große Problem, dass der Bauer der falsche Bauer ist, oder beziehungsweise der falsche Läufer, wie man es sehen möchte. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns die Partie noch zu Ende an, aber es lässt sich hier, glaube ich, nicht viel mehr machen. Turm F2, König C2, Läufer C5. Ja, vielleicht hier noch ein anderer Versuch, Läufer A5, aber ja, es ändert nichts. Es ändert nichts. Okay, Turm B3, schöne Aktivierung des Turmes hier über die dritte Reihe, verhindert, dass der Läufer nach E3 kommt, gut gespielt, König E5, Läufer B7, König F4, droht jetzt Läufer E3, um diesen Läufer auf diese schöne Diagonale zu bringen, aber Turm H3 gerade rechtzeitig und ist Remis, König G5. Turm G3 Schach, König F4 mit Remis angeboten. Der König kann nicht nach F5 oder F6, gut, er kann dahin, aber dann würde hier Weiß die Türme abtauschen und das hatte ich ja bereits erwähnt, dass das Remis ist. Und ja, falls König H4 statt König F4, gut, Turm D3 und jetzt kann der Bau auf D2 nicht verteidigt werden, weil Läufer B4 und Turm D4 Schach scheitern und auch das ist natürlich Remis.
Also kündige Firmen mit Remis-Angebot, das natürlich akzeptiert wurde. Ja, das ist definitiv die qualitativ hochwertigste Partie, die ich in diesem Video-Coaching bisher besprochen habe, was auch Sinn macht, weil es eine Fernschaftspartie war und beide Parteien Zeit hatten, die Störung zu analysieren und anzuschauen. Und natürlich auch, weil das schwarze Team aus mehreren Forum-Usern bestand, die alle ihre Meinung dazugeben konnten. Und man sieht, es macht einen großen Unterschied, wenn man so eine Beratungspartie spielen kann, man sich austauschen kann. Und das hat letztlich zu der großen Qualität geführt. Also fangen wir an mit Weiß, Christoph, den ich ja auch selber kenne. Top-Eröffnungsphase, schönen Vorteil rausgeholt. Ich denke dann, diese Expansion am Darmflügel hat dir den Vorteil genommen und dass du da nicht genug auf die schwarzen Möglichkeiten eingegangen bist. Also erstmal E5, dass du das zugelassen hast, ohne dass du etwas im Gegenzug bekommst und dann das Schwarz weiterspielen konnte mit D3 und dort immer mehr zu Gegenspiel gekommen ist und seinen Läufer befreien konnte. Diesen Läufer, den man ja eigentlich gerne einsperren möchte auf G7, dass er nicht rauskommt. Und dann im Endspiel gab es nochmal diesen kritischen Punkt, wo, okay, du hast Läufer F3 gespielt und hast die Partie dann ab dort makellos verteidigt, also Kompliment. Aber statt Läufer F3, objektiv gesehen, gab es zwei andere Züge, die auch stark in Frage kamen. Gut, für die alle Spieler, das Forum-Team, ich hatte es schon an mehreren Stellen erwähnt, ich denke, bis auf die Eröffnung kann ich nicht viel kritisieren. Die Eröffnung hat zu einer Stellung geführt, in der Schwarz unter Druck ist und schlechter steht. Ein wenig mit dem Rücken zur Wand eingeengt, aber ihr habt euch befreit, habt, also es war wirklich beeindruckend zu sehen, wie ihr eure Stellung verbessert habt, Gegenspiel gesucht habt und gefunden habt und dann dieses Endspiel erreicht habt, wo es dann nicht ganz gereicht hat. Es war sehr knapp natürlich, es war ein bisschen unglücklich, falscher Bauer und in dem Endspiel tatsächlich die einzigen Momente war die Stelle, wo D5 gespielt wurde und dann Läufer A5, wo man stattdessen mit genauen Zügen den Bauern F4 noch hätte gewinnen können und dann hat man natürlich deutlich größere Gewinnchancen, auch wenn diese Stellung trotzdem noch schwierig zu gewinnen ist, ohne Frage. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Partie anzuschauen. Es war definitiv eine anspruchsvolle Aufgabe, dieses Endspiel auch zu analysieren. Und gleichfarbige Läufe-Endspiele sind immer sehr, sehr trickreich, vor allem auch, weil der Computer oftmals keine große Hilfe ist, denn er erkennt diese Festung nicht und sieht immer nur auf die Bauern. Und das ist keine große Hilfe. Aber das war, ja, sehr schöne Partie. Vielen Dank für die Einsendung. Und ich hoffe, alle anderen Zuschauer hatten auch Spaß an der Partie. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat diese Analyse zugesagt. Macht's gut. Ciao.